Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erklärungsvideo, wie man Karten zu PSL schickt. Ganz simpel, ich bin kein YouTuber, deswegen kein Special Effects, keine grüne Wand da hinten, die ist schön rosa. Das ist halt meine Küche. Und ja, einfach nur eine kurze Erklärung, wie es am besten geht. Wichtig ist bei PSA Base Set Karten bei Pokémon, was deutsche Karten betrifft. Also, wenn ihr englische schickt, überhaupt kein Thema. Deutsche Karten geht wirklich nur Base Set. Alle anderen nicht. Und bei Yugi-Karten natürlich genauso. Englische Karten überhaupt kein Thema, aber deutsche Karten nur Base-Set. Sonst müsst ihr halt einen anderen Grading-Service finden. Wichtig ist zu PSA zu sagen, dadurch, dass sie in Amerika sitzen, müsst ihr Zoll zahlen. Das kann man ein bisschen umgehen, indem man Firmen kontaktiert, die meistens in England sitzen, also zu 99% in England sitzen. Die kriegen eure Karten. Und die verschicken die dann zu PSA, die arbeiten meistens sogar zusammen. Und PSA schickt die denen zurück und die schicken das zu euch. Ich muss dazu sagen, ich habe es probiert und das funktioniert einwandfrei. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit gehabt, denen meine Karten zuzuschicken. Also so sieht das dann aus. Dann kriegt ihr die Karten wieder zurück. Also mit neueren Karten zum Beispiel, die sehen dann halt so aus. Wie gesagt, Englisch ist halt wichtig, nicht Deutsch. Ja, wie gesagt, ich schicke denen die Karten zu und die schicken die zu PSA. PSA schicken sie zu denen, die schicken an euch zurück. Das wird nicht wesentlich teurer, als wenn ihr Zollen zahlen würdet, weil bei PSA die Kosten, ich habe mal direkt bei PSA geguckt, da laufen sich die Kosten beim Grading so auf 20 Euro oder 20 Dollar pro Karte. Das ist bei dem Services, die ich anbieten, also die ich empfehlen kann, nicht gerade anders. Also ich habe jetzt zum Beispiel Ludkins Collectibles ausgewählt. Das ist Hier, ich wechsle mal die Kamera, zack, so sieht das dann aus. Ludkins Collectibles und da kann man dann halt alle möglichen Sachen machen. Wichtig dazu zu sagen ist, dass es eigentlich ziemlich simpel geht. Ihr kontaktiert die erstmal und sagt denen halt, was ihr denen zuschicken wollt. Also ihr müsst nicht ins Detail gehen. Einfach, ich will euch zwei Karten schicken, Pokémon-Karten oder sonst was, ist egal. Oder Comics. Und dann fragen die erstmal, ob ihr aus England seid oder aus der EU. Dann sagt ihr halt EU. Und aus der Schweiz, wird ein bisschen tricky, kann ich nichts sagen. Das gilt jetzt eher für Österreich und Deutschland. Dann sagt ihr denen das halt EU. Dann sagen die euch eine Adresse. Das kommt alles per Mail und dann verschickt ihr erstmal eure Karten an diese Adresse. Wichtig ist dazu zu sagen, nehmt ein Paketversand. Es kostet halt nochmal 5 Euro oder 6 Euro, aber scheiß drauf. Wenn ihr Karten da hinschickt, wie gesagt, so ein Glurak erste Edition, auch wenn es jetzt leider nur mit einer 4 gegradet worden ist, der kostet trotzdem keine 5 Euro. Und schickt die per Paket, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Könnt ihr auch per Einschreiben verschicken, aber meine persönliche Empfehlung ist immer Paket wegen dem Schutz. Wichtig ist, Name und E-Mail-Adresse auf einen kleinen Zettel mit in den Karton rein. Ich habe es gemacht, hatte dadurch nie Probleme gehabt. Wenn was anderes ist, kann sein. Absenderadresse sollte auch auf dem Karton stehen, dass ihr den Karton direkt zuordnen könnt. Das macht ihr aber bei der DHL natürlich, wenn ihr den Kleber ausfüllt, sowieso. Wie gesagt, die schicken euch die Adresse zu per E-Mail und dann schickt ihr eure Karten an die Adresse. Dann dauert das immer so 1, 2 Wochen, die machen immer so Sammelbestellungen und dann bewerten die erstmal eure Karten, ob sich das überhaupt rentiert oder ob die sagen, hey, die sind gleich, also Zustand katastrophal, deswegen PSA wird die nie bewerten, lohnt sich nicht. Und dann schicken die euch zurück, so gesehen. Ihr müsst halt nur den Rückversand zahlen plus einen kleinen Kostenvoranschlag, also plus nochmal ein bisschen Kosten. Ihr könnt aber auch sagen, Scheiß drauf, schickt trotzdem zu PSA. Da müsst ihr die Kosten halt zahlen. Ihr müsst die Kosten zahlen. Und da müsst ihr das halt zahlen. Und dann schicken die das auch hin. Auch wenn die sagen, hier lohnt sich nicht, wenn du sagst, Scheiß drauf, schickt, dann machen die das. Dann müsst ihr den Service noch anbieten. Also wenn die euch sagen, hier, deine Karte so und so ist gut oder deine Karte ist schlecht, wir würden es jetzt schicken, dann wählst du den Service aus. Ob du den Platinum-Service willst, den Bronze-Service oder sonst was. Ich muss sagen, ich habe den Platinum Service gewählt, der kostet 3 Euro oder 5 Euro mehr. Aber dafür dauert der nicht 10 Monate, sondern dauert nur, also bei mir hat es insgesamt hin und her schicken, blablablub, mit vom PSA zurück etwa 3 Monate, 2, 3 Monate gedauert. Das war völlig okay. Und ich kann nochmal gucken. 11. Januar. Ja, hier. Ja, Ende Januar kamen die zurück. Also 2 Monate hat es gedauert mit dem Dings-Service, Platinum-Service. Und der kostet, wie gesagt, 2 Euro mehr, so what, oder 5 Euro mehr, scheiß drauf. Wie gesagt, ihr habt das
die Kosten für das Hinschicken und dann dieses Grading. Das Grading, wie gesagt, ist nicht teurer, als jetzt, wenn ihr es zu PC direkt schicken würdet. Ich habe jetzt für zwei Karten inklusive dem Versand nach Amerika 45 Pfund bezahlt. Also in Euro sind es dann etwa 50 Euro gewesen. Wie gesagt, wenn ihr zu PC direkt schickt mit Zoll und so, wird es auf jeden Fall teurer. Ja, das kann man eigentlich nicht viel mehr sagen. Also die sagen euch dann halt, ihr wählt den Service aus per E-Mail, dann schicken die, sagen die, ja, das und das, mit dem Service kostet so und so viel Euro. Wichtig, bei PayPal immer in Pfund zahlen, nicht in Euro, weil wegen Wechselkurs und so. Dann zahlt ihr das. Und das war es dann eigentlich auch erstmal. Die schicken es dann zu PSA. Die schicken euch sogar eure Screens auf den Google Drive, den ihr euch anschauen könnt. Habe ich nie gemacht, aber könntet ihr sogar machen. Dann schicken die zu PSA und dann melden die sich, wenn die Karten wieder, also wenn PSA die bewertet hat, und schicken die sogar mit der die Bewertung per E-Mail schon an euch zurück. Dann schicken PSA die Karten halt wieder zu denen. Ihr gebt denen nochmal die Adresse als Bestätigung, an welche Adresse das geschickt werden soll. Die schicken die euch zu, fertig. Das war's. In 2 Monate, bisschen E-Mail-Verkehr, aber ihr habt keinen Zoll, kein gar nichts. Ihr zahlt das einfach per PayPal und wie gesagt, es klingt zwar banal, dass man einer fremden Firma einfach seine Karten zuschickt, ohne irgendeine Versicherung zu haben, aber die sind so etabliert und gut, die gibt es ja erst seit 2013, aber die sind wie gesagt so etabliert und ich habe es probiert, auch mit anderen Karten. Ich habe jetzt wieder welche geschickt, der Haken ist wegen doofen Corona. Muss PSA jetzt leider erstmal aufhören zu arbeiten, aber es funktioniert. Das ist die einfachste Variante. Wenn ihr es direkt zu PSA schicken wollt, müsst ihr halt beim Zoll anmelden, alles machen. Wenn ihr es nicht beim Zoll anmeldet, würde ich euch nie empfehlen, weil ihr sonst Riesenprobleme kriegt hinterher, wenn ihr Wertsachen verschickt hin und her. Da gibt es auch spezielle Möglichkeiten über Anträge, aber ich habe davon keinen Plan. Ich habe es, wie gesagt, über Lutkins gemacht. Ich zeige euch nochmal. Also hier, Lutkins Collectibles. Über die gemacht und es hat einwandfrei funktioniert. Also, wie gesagt, einfach E-Mail zu denen schicken. Die sagen, EU oder nicht, ihr sagt EU, die sagen gut an die Adresse, ihr schickt denen die Karten, die sagen gut, die Karten schicken wir, welchen Service willst du haben, ihr sagt dann welchen Service, hat Platinum oder Bronze, weiß der Geier, könnt ihr auf der Website auch gucken. Die sagen gut, überweist uns, schickt uns das Geld per PayPal, ihr schickt das Geld per PayPal, finito, die schicken euch die Karten dann irgendwann zurück. Das beste Service, den ich euch anbieten kann. Ich mache nicht mal Werbung für die, also ich weiß nicht mal, ob die wissen, dass ich so ein deutsches Video jetzt mache, nur ist es, weil so viele Leute haben schon gefragt und es gibt kein deutsches Video dafür, deswegen mache ich das jetzt einfach. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie gesagt, ist halt geil, wenn die dann in so Dingern auch noch so die verpackt zurückkommen. Ob jetzt jemand sagt. Jo, und wie gesagt, die schicken euch dann die Karten zurück und das war's dann auch schon. Dann habt ihr schöne Karten. Und ob sich das lohnt oder nicht, das müsst ihr mal selber entscheiden. Ich finde es halt gut. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, kommentiert gerne. Wie gesagt, like, bla, bli, blub. Weiß der Geier, was braucht ihr nicht, weil ich bin sowieso kein YouTube-Typ, nur wie gesagt, mich haben viele Leute mal online angesprochen und deswegen habe ich gesagt, ich mache es einfach mal, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Es hat bis jetzt bei mir einwandfrei funktioniert, ich kann es euch nur empfehlen und ich wünsche euch noch ein ja, wunderschönes Wochenende. Haha, wir haben Ostermontag, fällt mir gerade ein. Und haltet diese Zeit irgendwie durch und wir sehen uns, wenn noch was ist, wie gesagt, einfach kommentieren. Bis dann, Gude.